hinter den Kulissen meines Kurzfilms. Exklusives Material. Warum wir uns gegen diesen cringe Halloween-Umhang entschieden haben, mein Aufeinandertreffen mit meinem Zwillingsbruder, die TwitchCon 2022 in Amsterdam, mein Workshop, eine Filmpremiere. Hallo Marvin! Und jede Menge verrückter Spaß. Freunde, willkommen zum ersten Vlog des Jahres. In diesem Video zeige ich euch, was habe ich dieses Jahr eigentlich hinter den Kulissen so getrieben. Viel Spaß. Beginnen wir erstmal mit dem Fotoshoot für die Standard und Joy Edition. Oh mein Gott, das war sogar letztes Jahr. Wow. Digi! Fahr nach Hause! Mann, Mann, Mann. So, also wer errät, wie viele Karten hier auf dem Boden liegen, kriegt einen High Five von mir. So, das war absolut scheiße. Bitte jetzt ein neuer Take. Findet ihr auch, dass Martin nicht so ein absoluter Duschberg aussieht? Der dir in der Grundschule das Taschengeld... Ey, gib mir dein Pausengeld, Bro! Typical. Ich greif dich so am Kragen und zieh dich so an deinem Spind hoch. 3, 2, 1, go. Warum auch immer. Pino, ich bin gleich wieder da, ja? Okay, paar Stündchen bin ich weg. Ja, bis später. Guck mal hier, pass auf, ey. Und, Licht bitte. Let's go, der Hase. Dann ging's zur Spider-Man No Way Home Vorpremiere. Nee, falsch. Ist ein bisschen voll, ja. Ist hier nur der Film des Jahres. Yep. Das war's komplett. Ich hoffe, man sieht nicht in der Spiegelung, dass ich hier gerade in Unterhose stehe. Ich bin sehr froh, dass wir einen Kinosaal hatten, wo nicht so Schlaftabletten drin waren, sondern in coolen Momenten wurde gejubelt, wir haben geklatscht, wir haben geschrien. Sitzt du hier am Arbeiten und beobachtest einfach das? Was ist das für ein Monsterknochen? Sag mal, Pino, was ist das? Was ein Wumser. Das war voll schwer. Aber das sieht voll appetitlich aus, wie sie den frisst. Ich hätte jetzt voll Bock, den auch zu essen. Das sieht richtig lecker aus. Guck mal. Ey, nicht die Kamera essen. Dann sind wir bei Marc Weide in der Zaubershow gewesen. Das erkennt man jetzt hier zwar nicht, weil meine Kamera es einfach komplett überbelichtet aufgenommen hat, aber aus einer rauchgefüllten Seifenblase wird hier ein Ball. Sag mal, was ist denn eigentlich das hier? Ah ja, da sind sie ja. Der Tag ist gekommen. Yes, wir machen jetzt Workshop. Puh, wir haben uns die heißesten Tage ausgesucht, das war richtig dumm. Aber der Workshop ist vorbei. Wie gut hat er euch gefallen? Was sagt er? War gut, ja, sehr gut. Mega. Kommt auch gerade die Feuerwehr, weil der on fire war. Aber so als Feedback würde sie sagen, hat sich gelohnt, auch für die Leute, die in anderen Städten vielleicht dazukommen. Was sagt er so? Ist empfehlenswert? Die Kreativrunden waren gut? Nice. Für den Preis absolut fair. Nice, freut mich. War sehr, sehr nice, also auch für Newcomer, sag ich mal so. Ja, du zauberst noch nicht ganz so lange, ne? Ja. Für dich war es auch verständlich? Ja, war alles verständlich und gerade markierte Karten, also. Cool. Aber auch bestimmt andere Workshops. Also. Freut mich. Tag 2. Bam. Hier ist gerade die offene Kreativrunde, hört euch das mal an. Wenn das jetzt interessant für euch aussah, werde ab Mitte August wieder meine Workshops weitermachen in Köln, in Frankfurt, München, Wien und in der Schweiz. Ich gebe euch hier auf YouTube Bescheid und auch auf Instagram. Ansonsten checkt einfach die Seite mattiworkshop.de, da steht immer alles. Maus? Ja. It is time. Dankeschön für diese Torte. Wunderschön, gerne. Doch. Das ist sehr lieb, dass du die für mich gebacken hast. Da sehe ich mich aber drin jetzt. Also, ich sehe die Torte in mir. Also. Hi, Torte? Okay, auf jeden Fall. Okay. Ah ja. Attacke, attacke. Und jetzt geht's rein ins Thema Cyber und Moon Edition. Erstmal hatten wir den Fotoshoot. Blinzelt. Hier seht ihr eine Schablone, die sorgt dafür, dass sich der Mond in heiß Brille spiegelt. Die ersten Proben für den Matti-Trailer werden gemacht. Unser Bösewicht macht sich schon mal ready. Es geht anscheinend mit Maske. Nice. Du kriegst aber noch einen Umhang. Pass auf. Ja, mit Umhang. Okay. Hast du eigentlich mal kurz das Licht ausmachen, Maus? Bam. Yeah, ah, das sieht schon sehr stark aus auf Kamera. Aber seien wir mal ehrlich, das sieht aus wie ein billiges Halloween-Kostüm. Also das ging gar nicht, das musste geändert werden. Ich muss mich auch noch komplett in Schale werfen. Oh, weißt du, wie krass das auf der Vlogcam gerade aussieht? Digga, das sieht so heftig aus, Mann. So, und jetzt auch noch mit der Jacke. Die originale, oh, Digga, die ist ein bisschen eng, aber das geht. Die originale Cyberpunk-Lederjacke. Es ist noch nicht ganz fertig, der Schnurrbart fehlt noch. Was machen wir hier, Maus? Aber es sieht auf der Kamera doof ja, aus. Auf der Kamera sieht es gut aus. Ist. Ja.
Tobi. Ja, was ist das denn? What is that? Hä? Kannst du es auch von mir machen? Action. Nochmal? Yeah, wahrscheinlich, Pino. Wahrscheinlich. Ah ja, der Matti 2.0. Der Matti 31. Direkt einfach das komplette Matti-Outfit. So, Pino, hier, hier. Pino. Oh, Pino. So, wir müssen jetzt produktiv arbeiten. Wedel, 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 wedel. Die kommt gleich wieder, das weißt du, ne, weil sie mehr will. Das ist eine Kaufstange. Okay. So, dann mal los. Nee, Licht. Ah, so, ja, du warst weiter hinten. Ja, jetzt ist richtig. 3, 2, 1, bitte. Hä, mega, das ist, war gut. Ja. Sauber, Leute, sauber. Ich finde, das sieht richtig professionell aus, Tobi. Wir filmen gerade eine Todesszene. Sieht man doch, oder? Na, wer lässt sich denn da verwöhnen? Ich bin der Einzige, der das ernst nimmt hier. Nein! Deine Beine? Oh Mann, kannst du die da nicht weg? Kannst du dich nicht hinstellen? Alles wartet auf Pino. Bist fertig mit Essen? Wir müssen da drehen. Nein. Pech. Das ist so cool. Das ist Familienfoto. Das ist so schlimm. Pino. Mann! Okay, das Skript ist hinter dir, Tobi. Das darfst du mir mal reichen, bitte. Danke sehr. Miles, du hast jetzt... Why are we still here? Ich werde dich vernichten für all das, was du mir angetan hast. Und dann werde ich dir diese Maske abnehmen und dir in die Augen schauen. Und werde ich dir den Gnadenstoß versetzen. Clean. Zurück dabei. Moment, mach mal das Ding drauf. Und go. Du gehst hoch dabei, ja. Alter, Tobi ist komplett nass. Let's go! Ich hab
vom Grip. Das färbt schon komplett ab. Guck mal, schwarz. Abbauen, abbauen, abbauen. Oh, warte mal, das ist nicht das. Der Pico. Let's go. Traurig, so wie das Licht vorhin aussah und so. Das fertige Endprodukt verlinke ich euch in der Videobeschreibung und auch am Ende nochmal in der Endcard. Und jetzt geht's nach Amsterdam. Die TwitchCon beginnt. Hi und ich sind ja beide Twitch-Partner und das ist richtig gruselig, wie hier so Klassentrennung ist, weil als Partner darfst du dies, das, als Affiliate darfst du das und das und als normales Community-Mitglied darfst du viel weniger und so. Aber wir dürfen jetzt als Partner schon früher uns ein paar Goodies abholen und in den Shop reingehen, in die Loot Cave. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal alles an exklusivem Loot. Nutze die Macht, Bro, die Macht. Labyrinth lösen. Let's go. Wo siehst du dich drin? Ja, da sehe ich mich tatsächlich wirklich drin. Gerne mit. So, ich habe exakt nichts gevloggt von der Partnerparty, aber war gut. Bro, laufen wir den Horrorfilmweg entlang, oder? Wir haben Plot Armor. Wir haben Plot Armor. Okay. Und ich bin der Asiate, also wir überleben auf jeden Fall bis Phase 2. Ja, genau. Aber dann ich mich weg und dann bist du nämlich dran. Richtig, ich überlebe am Ende, zumindest bei rassistischen Drehbuchautoren. Der Asiate opfert sich immer auf. Aber erstmal, ach, Digga, das ja, der kann mich das, gar nicht. Da werden wir gecancelt für. Ja, das soll lieber. Zukunftsmatti schneidet das alles raus. Aber Freunde, wir sind hier auf einer Mission. Trimax ist hier. Und seit Jahren schreibt ihr mir immer in die Kommentare, hey Matti, bist du Trimax, hässlicher kleiner Zwillingsbruder, bla bla bla. Digga, ich finde, der sieht so gar nicht aus wie ich. So viele schreiben mir immer, ey, du siehst aus wie Trimax Onkel. Aus irgendeinem Grund sagen alle, ich würde ihm ähnlich sehen. Finde ich nicht, aber okay. Deswegen ist jetzt unsere Mission, ich muss ein Foto machen mit Trimax. Das ist jetzt die Mission. Dieses Foto werde ich höchstpersönlich schießen. Ja, genau. Wir haben den heute jetzt schon so ungefähr 8 oder 9 Mal gesehen, aber es war halt, er war immer überlaufen, Trouble, alle wollten Fotos machen mit ihm und so weiter. Und wir warten noch so auf den perfekten Moment. Ja. Safe kommt er irgendwann die Tage. Und dann verfolgen wir die Mission Trimax. Yo, wie stark der Homelander. So, wenn er 45 Sekunden drauf bleibt, dann kriegt er hier sogar ein schönes Merchandise-Paket. Let's go. Und dann ist es passiert. Es hat sich als wesentlich einfacher herausgestellt als erwartet. Leute, wir haben es geschafft. Die Meet-and-Greet-Schlange für Trimax. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Soll ich dir mal was sagen? Na? Ich bin selbst auch YouTuber. Mhm. Und mir schreiben die Leute immer in die Kommentare rein, ich sehe aus wie eine kleine, fette Version von Trimax. Ja, okay. Deswegen fürs Round-Side-Continuum sozusagen, wenn das dann so aufeinander trifft. Ja. So, deswegen haben wir es jetzt geschafft. Sehr Freunde, cool. Da ist er, mein Onkel. So, haben wir es geschafft. Und da hatte ich es endlich. Das legendäre Foto, das das Raumzeitkontinuum wiederherstellt. Aber was ist mit euren Kommentaren los? Wusste gar nicht, dass du größer als Trimax bist. Stark der Splitscreen. Wer ist der Mann im weißen T-Shirt, der neben Trimax steht? Leute, habt ihr schon mal so eine Toilette gesehen? Da sind zwei männlich, da sind zwei weiblich. Und in der Mitte, das ist der Wasserhahn. Das Waschbecken. Dann drehst du es hier auf. Noch nie sowas gesehen. Aber irgendwie schick. Was ist dein Problem, Hi? Erzähl mal. Das sind so die Muscheln. Muscheln. Was, wenn du dich schneidest? Au! Ich bin so verwirrt. Siehst du jetzt die Schuhe wieder an? Also Leute, es nimmt Ausmaße an. Hi. Du kommst ja oft raus, oder? Das nimmt Ausmaße an. Alter, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt nochmal ans Meer gefahren. Ja, normal. Guck mal, ist doch kein Problem. Da machst du halt so. Buff, buff. Ist doch voll weich. Bist du in deinem Leben schon mal irgendwo barfuß hingegangen? Krass. Ich glaube, du spürst den Schmerz gar nicht. Du sagst nur au, so aus Reflex schon vorher, oder? Wir sind auf jeden Fall jetzt am Meer, weil Amsterdam liegt ja eigentlich so ziemlich genau am Meer. Jetzt nur eine Viertelstunde gefahren. Das ist der Ausblick. Das geht doch eigentlich. Ist jetzt nicht das offene Meer, ist nur so eine Bucht. Aber vielleicht fahren wir morgen nochmal so richtig ans Meer. Ja, das ist echt mein Highlight jetzt. Bro, ich challenge dich. Nimm das und leck das ab, was auch immer das ist. Okay. Leute, jetzt kommt ein historisches Ereignis. Denn der Hai hat nicht nur zum ersten Mal jetzt Sand erlebt, der geht aber jetzt zum ersten Mal ins Meer. Dachte ich mir doch was. Scheiße kalt. Ja, wenn du nach 5 Minuten stehen bleibst, dann ist es warm. Ja. Und du machst dir Pipi in die Hose. Ja, richtig. Dann ist es noch wärmer, ist geil. Ja, das ist richtig schön warm. I dare you, dass wir uns jetzt beide ausziehen und schwimmen gehen. Nö.
Freunde, ihr kennt mich. Wenn der Matti ihn mehr sieht, dann geht er darin schwimmen. Ging auch eigentlich voll klar, nur der Wind war halt absolut arschkalt und ich hatte auch keine Badehose, dabei bin ich einfach in Unterhose schwimmen gegangen und Handtücher hatten wir auch nicht dabei. Nur der Hai hatte eins, um drauf zu sitzen. Einfach perfekt. Das hier war übrigens der Ausblick von unserem Hotelfenster. Alter, Amsterdam ist so wunderschön. Wenn ich in eine Großstadt ziehen müsste, dann würde ich Amsterdam nehmen. Wirklich wunderschön. Wollte ich kurz Bescheid sagen, dass ich jetzt Leute rekrutiere für die neue Season The Boys. Ah ja. Soll ich mal sehen? Weil ich sag so, yo, what's your name? Ich sag so, hi. Die so, say no more. Hi, hello. Ja, die haben bei jedem noch irgendwas dahinter okay. gepackt. Okay, interessant. Wort. Aber du bist jetzt bei Wort, ja. Ja, fett. Vor allem mit einem professionellen Foto. Leute, guck mal, die haben ihre Cocktails bekommen und mein Cocktail sieht einfach so aus. Und da drinne ist der Cocktail mit Eis und allem drum und dran. Interessant. Lecker. Höchst interessant. Ah, das war's auch schon. Leute, dieses Sandwich ist krass, Alter. Vergleich das mal mit meiner Hand. Das scheppere ich mir jetzt rein und nachher hat ein Burger. Am letzten Abend in Amsterdam sind wir dann noch in eine Karaoke-Bar gegangen mit einigen anderen Streamern. Vic war zum Beispiel dabei, also Alblali, Lara Loft und etliche andere. Und natürlich konnten Hai und ich es nicht lassen, das hier zu tun. Abschluss von so einem Vlog darf natürlich auch nicht fehlen. Leben mit Hund. Was ist denn die letzten Monate so mit Pino alles abgegangen? Wede, wede. Wede, wede. Das ist immer, wenn ich vom Stream 2 Stunden Stream ins Schlafzimmer komme. Ihr Körper so. Bin ganz cool. Juckt mich überhaupt nicht, dass du jetzt nach 2 Stunden endlich wieder vorbeikommst. Aber das da, das erzählt eine ganz andere Geschichte. Hallo, ja, hallo. Ja, oh. Was denn? Echt? Ist das so? Was? Du laberst, als wenn. Ach so, okay. Da sitzen wir hier am Stream. Hallo. Und guck mal da unterm Tisch. Was guckst du so süß, Madame? Oh, was ist denn? Was tat ich dir? Warum guckst du so süß? Oh. Wie sie wedelt dabei die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, der komplexeste Pfotenknoten, den du bisher jemals gemacht hast. Ich check gar nichts mehr. Also das ist dein Kopf, das ist eine Vorderpfote. Wo geht diese Hinterpfote hin und... Was ist das? Da ist auch noch was. Wo kommen diese ganzen Pfoten her? Wir müssen noch mal Gassi. Ja, komm. Komm. Kommst du mit? Faule Socke, du. Komm. Wie lange wird das jetzt wohl dauern? Komm. Wenn du nicht kommst, kriegst du morgen nichts zu fressen. Mann, faule Socke. Okay, ich schieb sie von der Couch. Komm doch jetzt. Mann. Nochmal. Another one. Du fällst gleich runter. Ah ja! Okay. Oh, oh, pff, oh, okay. Okay, etwas unbeholfen, aber ist okay. Ja gut, komm. Weg ist er. Ja, du findest das gut, ne? Da guckst du so ganz normal eine Serie, ahnst nichts und plötzlich passiert das hier. We're no stranger to love. Sein Blick, wenn du einfach innerhalb einer Serie gerickrollt wirst.
bösen Hund gesehen. Ah ja, ah ja. Auch süß, schon verstanden. Hallo, guckst du uns beim Maxchen spielen zu? Ja, der Leo ist jetzt dran. Ich möchte einfach Blind Lights. Ja, was hast du? Eine 32. Eine 32, das ist ein guter Anfang. Und weg ist er, na gut. Okay, 32 sagst du. Ich habe eine 65, Tobi. Bei dem ein bisschen shaken. Goddammit! Was genau tust du da? Was passiert hier? Einfach zugezwinkert. Achso, und dann waren wir noch zu einer Filmpremiere eingeladen, zu dem neuen Anime-Film Bell. Da hat Lara Loft nämlich die Hauptrolle gesprochen und gesungen und wir durften exklusiv dabei sein. Ich bin übrigens Marvin, hallo, ich bin von KSM Anime, ich winke euch mal in die Runde. Hallo Marvin! Hi! Oh, warte, das machen wir nochmal, dann mache ich eine Instagram-Story von, das sieht bestimmt richtig gut aus. Sagt danke, dass ihr euch den Vlog angeschaut habt. Und wenn ihr den letzten noch nicht gesehen habt, dann klickt einfach hier. Genau da, ja. Einfach draufklicken. Kuss geht raus.